Um solch eine hochwertige Armatur herzustellen, sind rund 27 Einzelteile, 30 Arbeitsschritte und 100 Handgriffe nötig. In der Hansgrohe-Endmontage kommt zusammen, was zusammengehört. Die Armatur wird komplett montiert und auf den Weg gebracht. Nun ja, ganz so schnell geht's dann auch wieder nicht. Zunächst brauchen die Mitarbeiter an den Montagelinien sämtliche Einzelteile. Die werden elektronisch im Kleinteilelager abgerufen. Dabei zählt nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch Genauigkeit. Ein Barcode-System sorgt dafür, dass die passenden Teile rasch über die Förderbänder transportiert werden. Die Mitarbeiter bestücken den Armaturenkörper mit Kartusche, Luftsprudler, Griff, Zulaufschläuchen etc. Was wann in welcher Stückzahl montiert wird, gibt der Kunde vor. Je nach Auftragseingang arbeitet das Team konkrete Bestellungen ab. Hansgrohe setzt außerdem selbst konstruierte und gebaute Montageanlagen ein, die auf das eigene Sortiment zugeschnitten sind und optimale Abläufe ermöglichen. Egal wie schnell und flexibel montiert wird, der Fokus liegt immer auf Präzision und Qualität. Zum Schluss kommen noch Montageteile und Anleitungen hinzu. Beim Kontrollwiegen weiß man genau, ob alles im Karton ist, was hineingehört. Nicht mehr und nicht weniger. Fertig verpackt kommt die Armatur ins Zentrallager nach Offenburg. Von dort aus tritt sie ihre Reise an. Nach Singapur oder Sao Paulo, Kapstadt oder Kiel.